Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stalker Call of Pripyat. Und wir sind endlich in Pripyat angekommen. Oberst Kowalski. Guten Tag, ich bin Oberst Kowalski, Kommandeur dieser Einheit. Ich bin Major Dektarev vom ukrainischen Geheimdienst. Ich bin autorisiert, das Fehlschlagen der Operation Fairway zu untersuchen. Verstehe, dann hören Sie mir zu, Major. Operation Fairway ist zusammen mit unseren Hubschraubern Geschichte. Die Hälfte meiner Jungs ist draufgegangen und wir haben keinen Kontakt zum Hauptquartier. Ich will genauso wie Sie wissen, warum die Operation fehlgeschlagen ist. Irgendwelche Theorien? Meine einzige Theorie ist, dass die Hubschrauber abgeschossen wurden. Und zwar mit einer äußerst starken Waffe, über die wir bisher nicht viel wissen. Monolithe haben sie einmal gegen uns eingesetzt, beim ersten Angriff auf das Atomkraftwerk. Ich habe vor, in den Besitz dieser Waffe zu kommen und sie zu untersuchen. Wenn Sie bei der Sache mitmachen wollen, der Monolithertrupp mit der Waffe wurde bereits lokalisiert und unser Sturmtrupp wartet auf meinen Befehl, die Operation zu starten. Was sagen Sie dazu? Ich mache mit, aber nur unter der Bedingung, dass Sie alle Informationen, die Sie haben, mit mir teilen und mir zudem absolute Handlungsfreiheit gewähren. Natürlich, Major. Unter den gegebenen Umständen habe ich keine andere Wahl. Ach übrigens, melden Sie sich am besten bei Leutnant Kirillov. Er wird Ihnen einiges an Ausrüstung geben. Evakuierungsstelle P28 erreichen. Und bekannte Waffe dem Trupp anschließen. So, wir werden dann später nochmal mit ihm sprechen. Man sieht sich. Hui, 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 hui. Ha, schön hier. Wir sind endlich im Pripyat angelangt. So. Und ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann ja gleich wieder. Dann gehe ich mal alles zusammenschneiden, schnipseln, rendern und wieder hochladen. Und wir sehen uns hier dann gleich wieder, wenn es weitergeht mit Let's Play Stalker Call of Pripyat. Also Leute, bis dann. Oder bis gleich. So, und weiter geht es mit Stalker Call of Pripyat. So, die nächste Aufnahme. Ja, wir stehen ja jetzt in Pripyat. Und bei... Wie heißt er denn? Keine Ahnung. Oberst Kowalski. Und ja, schauen wir mal, was er für uns zu tun hat. Können Sie mir genaueres zu dem Einsatz sagen? Sie müssen zusammen mit dem Sturmtrupp zu Objekt A17 begeben. Hauptmann Tarasow wird Ihnen den Weg zeigen. Das Ziel sind zwei Krankenhausflügel, die über einen Durchgang miteinander verbunden sind. Monolithe halten sich momentan im Westflügel auf. Sie müssen in den anderen Flügel einen Hinterhalt vorbereiten. Sie dürften das Gewehr dabei haben, vermutlich getragen vom größten Spinner unter ihnen. Ja, wer ist das? Es ist wahrscheinlich der Anführer des Trupps. Die Jungs haben mitbekommen, wie er ihnen eine Predigt gehalten hat. Ohne Übertreibung, seien Sie vorsichtig. Wer weiß, was man von dem Kerl erwarten kann. Verstanden, Oberst. Gut, ich brauche Informationen. Dann fragen Sie über Operation Fairway. Ja, fragen wir mal. Was ist damit? Ist es etwas Ungewöhnliches vorgefallen, als die Hubschrauber in der Luft waren? Erst als die Maschine langsam abgestürzt sind. Wir haben uns an der Operationsplanung gehalten, sind 90 Sekunden vor der Emission gestartet, haben unser Schutzsystem aktiviert und den Autopiloten eingeschaltet. Wir haben uns auf die kürzeste Sicherheitsroute begeben, die wir mit der Anomaliekarte berechnet hatten. Dass wir so gut wie keine Sicht mehr hatten, hätte keine Auswirkung auf die Mission haben dürfen, denn der Korridor war breit genug. Laut dem Plan hätten wir das Atomkraftwerk nach 12,5 Minuten erreichen müssen. Nach 9 Minuten ist jedoch der Kontakt zu Stingray 4 abgebrochen und danach sind die anderen runtergekracht wie riesige Ziegelsteine. Okay, ich habe noch weitere Fragen. Was ist damit? Was wissen Sie, was mit den Hubschraubern passiert ist? Nicht viel. Ich weiß nicht das Geringste über Stingray 2, wo sie genau abgestürzt sind und was mit den Männern an Bord passiert ist. Über Stingray 4 dürften sie mehr wissen als ich. Leutnant Sokolov, das ist der, der mit ihnen hierher gekommen ist, ist der einzige Überlebende aus dem Hubschrauber. Die Informationen über die anderen Maschinen stammen von den Männern, die das Ganze überlebt haben. Daher sollten sie keine exakten Angaben erwarten. Wir hatten ganz andere Sorgen. Ja, erzählen Sie mir mal von Stingray 1. Ich war an Bord des Vogels, als die Kommunikation mit Stingray 4 abgebrochen ist. Habe ich sofort die anderen über die abgemachte Evakuierungsstelle in Pripyat informiert. Ich habe geglaubt, dass wir es zu Fuß zum Atomkraftwerk schaffen könnten.
Kurz darauf wurde der Hubschrauber getroffen und es roch nach Rauch. Das Triebwerk war in Flammen aufgegangen. Den Piloten gelang es, auf dem Hubschrauberlandeplatz bei der Jupiteranlage zu landen. Aber sie kamen dabei ums Leben. Danach fiel Feldwebel Schliatschin, denn es stellte sich heraus, dass die Gegend um den Landeplatz vermint war. Ja, da können wir uns doch gut erinnern. In Prypjat haben wir dann beim Kampf gegen die Monolithen um dieses Gebäude einen weiteren Mann verloren, einen Oberleutnant. Würde mich jetzt auch mal interessieren, wie sind die überhaupt hierher gekommen? Durch den Tunnel kann es ja nicht gewesen sein. Unweit des Minenfeldes sind wir auf einen Stalker gestoßen. Ich glaube, er hatte die Explosion der Mine gehört. Ein seltsamer Bursche nannte sich selbst Guide. Er hatte keine Fragen gestellt und uns einfach angeboten, uns nach Prypjat zu führen. Das passte zu unserem Plan, da war ich einverstanden. Für den Fall der Fälle haben wir ihn ja immer im Auge behalten. Aber es ist alles gut gegangen. Er hat kein Wort geredet, bis wir die Stadt erreicht haben. Und dann ist er plötzlich verschwunden. Ich habe meinen Männern befohlen, nicht auf die Suche nach ihm zu gehen. Ja gut, wegen den Hubschraubern. Gut, Stingray 1 hat man schon, Stingray 3. Hauptmann Tarasov sagt, dass beide Triebwerke ausgefallen wären. Sie mussten auf dem Hügel bei Position B2 notlanden. Sie hatten zwar Glück und landeten einigermaßen sicher, aber der Techniker hatte keine Gelegenheit mehr, die Ursache der Fehlfunktion festzustellen, weil sie von Schnorks angegriffen wurden, wir erinnern uns. Dabei fielen drei Mann, die restliche Besatzung wollte nicht dort bleiben. Sie kontaktierten die Stingray 5 Besatzung und machten sich auf den Weg, sie zu treffen. Unterwegs gerieten sie in ein Gefecht mit stark bewaffneten gegnerischen Trupp, konnten sich aber ohne Verluste aus der Affäre ziehen. Wegen den Hubschraubern, Stingray 5. Die Bordelektronik hatte eine Fehlfunktion und Stingray 5 stürzte mitten in einen Sumpf ab. Wir erinnern uns. 5 Mann überlebten die Katastrophe. Als sie ihre Ausrüstung aus dem Wrack holten, wurden sie von der Stingray 3 Besatzung kontaktiert. Der Truppenkommandeur Major Niborski ist auf dem Weg zum Treffpunkt ums Leben gekommen. Der arme Kerl wurde ganz in der Nähe der Scanstation von einem Blutsauger getötet. Die anderen haben es ohne Zwischenfälle geschafft. Einen weiteren Mann, den Scharfschützen Oberfeldwebel Bataya, verloren sie, als sie in Prypjat ankamen und in einem Kampf mit dem Monolith gerieten. Gut, ich habe weitere. Das haben wir ja schon gefragt, das haben wir jetzt schon über die Operation. Wissen Sie, was mit den Hubschraubern passiert ist? Nicht viel, ich weiß nicht das Geringste. Achso, das hat man ja auch schon. Andere Informationen. Wie ist die Lage in Prypjat? So beschissen, wie sie nur sein kann. In Prypjat wimmelt es von fanatischen Monolithen und verfluchten Zombies. Eine Emission jagt die nächste. Und als ob das nicht genug wäre, muss man auch immer auf den Mutanten und Anomalien achten. Kurz gesagt, willkommen in der Hölle. Gut, wie sieht's mit Ausrüstung und Vorräten aus? Die einzige Ausrüstung, die wir haben, ist das, was wir selbst hierher getragen haben. Oh, und natürlich die Sachen, die wir den Monolithen abgenommen haben. Hauptsächlich Munition. Daher sind wir hier besonders vorsichtig, was wir wem geben. Das trifft auch auf Lebensmittel zu. Alles, was wir haben, sind unsere Rationen und das bisschen Essen, das wir im Lagerhaus der Monolithen gefunden haben. Ja, gut, ich habe mal keine weiteren Fragen. Man sieht sich. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen uns hier mal ein wenig um. Da ist ein Tresor, da können wir aber nichts damit anfangen. Liegt hier irgendwas rum? Nee. Dann schauen wir uns hier drin mal ein bisschen um. Und wir sind ein wenig verstrahlt, das heißt, haben wir noch einen Wodka dabei? Ja, schön. Trinken wir mal einen auf unseren Erfolg im Tunnel. Gut, die wollen nicht mit uns reden. Hier geht's auch nirgends hin. Dann gehen wir einfach mal nach unten. Hallalalala. Strider, hey, wie geht's? Alles in Ordnung mit dem Trupp, aber ich würde wirklich gern wissen, was mit uns geschehen ist. Ja, das kann ich mir denken. Können wir mit Ihnen hier reden? Nein. Können wir mit einem von denen reden? Ach, da ist ja Wano. Ja, wie geht es dir? Ganz gut, klar, es ist nicht einfach, aber wir werden es hier schon rausschaffen. Zusammen kriegen wir das schon hin. Ja, trink mal einen, habe ich auch gerade gemacht. Wird das hier schon alles gut gehen. Und hier haben wir Lieutenant Sokolov. Ich habe beim Flugabwehrkomplex Volchow eine Nachricht gefunden. Hier.
Hör zu, ach egal, ich glaube sowieso nicht, dass irgendeiner von euch dort aufkreuzen wird. Wenn du hier in der Gegend auf Militär stößt, lasst es mich wissen. Danke schon mal im Voraus. Und wir haben dafür ein Armee-Medikit erhalten. So, was ist mit Stingray 4 geschehen? Weiß der Teufel, ich hatte ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache. Wir flogen mit dem Autopiloten. Die Geräte waren in Ordnung. Alles bestens. Ach, halt die Schnauze da im Hintergrund. Und plötzlich saßen wir in einem Haufen Schrott, als die ganze Bordelektronik ausfiel. Der Pilot und ich versuchten, flaches Gelände zu erreichen. Aber das hat nicht geklappt. Wir sind mitten in die Hauptwerkstatt der Jupiter-Anlage gekracht. Sauber durch das Dach. Ich bin der Einzige, der das Ganze überlebt hat. Man sieht sich. So. Lieutenant Rogovis. Hallo, brauchen Sie medizinische Hilfe? Ich bin zwar kein Arzt, aber wenn es sein muss, kann ich auch Kugeln entfernen und Wunden heilen. Ja, ich brauche Medizin. Viermal Verband. Zweimal Antistrahlenmedikament, zweimal Armee-Medikit und zweimal Touristenfrühstück. Wunderbar. Das ist schön. So, und dann müsste auch noch einer hier sein für Vorräte. Lieutenant Kirillov. Guten Tag, ich heiße Lieutenant Kirillov und bin für die Instandhaltung der Waffen sowie für die Munitionslagerung zuständig. Können Sie auch meine Waffe reparieren? Sicher, wir wurden dafür ausgebildet, die unterschiedlichsten Waffen zu reparieren. Und ich brauche Munition. Kein Problem. Was brauchen Sie? Ja, hier können wir auch MG-Munition. Scharfschützenmunition wäre nicht schlecht. Sonst noch etwas? Und ein bisschen 5,56er. Hier. Oh, schön. Und Granaten. Und zwar die M209 Granatwerfermunition. Hier. Körperpanzerung. Okay, als erstes haben wir hier den Helm und dann die Körperpanzerung. Ich hoffe, sie passt, denn wir haben nur diese eine Größe. Ich habe das Ding zusammengeflickt. Sollte gut genug sein. Da haben wir ja wieder einiges erhalten und wir sind jetzt total überladen. Wunderbar. Ja, da haben wir ein paar schöne Dinge bekommen. Bulat-Kampfanzug. So. Gut, er kann das Teil hier reparieren für... Null Piepen, das ist sehr schön. Kann er das Teil, ach, das brauchen wir nicht reparieren. Unseren Schutzanzug, den reparieren wir auch mal schnell. Ich lasse den jetzt nochmal vorerst an. Und man sieht sich. Wir sind überladen. Ganz wunderbar, haben wir hier eine Kiste. Können wir hier irgendwo was ablegen? Ich guck mal kurz. Kiste, Kiste, Kiste. Persönliche Kiste, wunderbar. Dann packe ich hier mal meinen Raketenwerfer rein. Und... Moment, kann er reparieren, nee, er kann nur reparieren. Er kann doch nur reparieren. Modifizieren kann er ja nichts. Nee, da müssen wir den mitnehmen. Ja, wir können natürlich noch nach Saturn und Jupiter zurück. Das funktioniert noch, allerdings nicht mehr unbegrenzt. Also es wird dann irgendwann der Punkt kommen, wo wir nicht mehr zurück können. Das heißt, da wäre schon praktisch, wenn wir dann alles hier hätten. Gut, wir haben ein paar Granaten, wir haben Munition und im Moment lasse ich jetzt mal gerade die Ausrüstung hier und medizinische Vorräte in das Kadovsk, das ist schön. Gut, ich lasse dann auch mal so ein bisschen Zeug hier, was wir jetzt gerade nicht unbedingt brauchen. Und den Rest verkaufen wir eh. Ja gut, mit dem... Okay, der dreht schon durch hier. Gut, das heißt, wir reisen nochmal zurück nach Zadon und auch zu Skadovsk, da will ich nämlich noch was holen. Aber zuerst bräuchten wir das Werkzeug. Ha, 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 wo ist denn das? Wohnanlage, Kindergarten, Krankenhaus, Servicezentrum, ich schau mal gerade. Im Kaufhaus müsste das Werkzeug, Kaufhaus oder Buchladen, hier müsste irgendwo das Werkzeug sein. Das heißt, bevor wir zurückreisen, werde ich hier die zwei Orte besuchen.
Das ist zwar gefährlich, aber gut. Hilft ja nicht. Ich weiß eben nicht mehr. Ah, Hilfe. Ob es jetzt das Kaufhaus oder der Buchladen war, aber egal. Ich hätte gerne meine Waffe. Dankeschön. So, PDA laufe ich in die richtige Richtung. Wir müssen da entlang. Ah, Prypjat, wie habe ich's vermisst. Hier ist die Atmosphäre einfach am geilsten. So, und das Zielfernrohr, das können wir mal kurz austauschen, und zwar gegen das da. Denn nämlich in den Häusern ist das wesentlich praktischer. Lalalala. Ja, und ohne Scheiß, die Gegend in Prypjat sieht wirklich so aus. Also, die haben die Atmosphäre hier auch immens gut getroffen. Ich bin jedes Mal wirklich wieder erstaunt. Und ich höre Hunde. Wie die einfach mal hier die Atmosphäre so immens geil getroffen haben. Und ja, man kann nach Prypjat. Da ist ein Hundi. Versuchen besseres Schussglück. Och nee. Boah. Ha. Schock. Man kann nach Prypjat. Ja, es gibt Touristenreisen dahin. Und das ist ziemlich geil, möchte ich nur dazu sagen. Und hier haben wir ein Versteck. Super. Das ist auch gar nicht mal so teuer nach Prypjat. Eine Emission, natürlich. Warum auch nicht? Können wir im Kaufhaus Deckung suchen? Wir könnten da oben Deckung suchen. Geht's einfach mal weiter. Ja, und hier haben wir auch schon massig Kontakte. Na gut, dann laufen wir zurück. Hier gibt es keine gute Deckung. Ne, wo war ich gerade? Achso, in. Hä? Mission aktualisiert. Ja, weiß ich doch. Haben wir noch einen Stalker-Drink dabei? Ja, einen haben wir noch. Müssen wir nochmal zurücklaufen. Gut, da vorne könnten wir Deckung suchen. Laufen wir da mal schnell rein. So, wo denn? Hier. Ach, hier. Gut, ja, ja, man braucht sich hier nur, da gibt es einen Reiseführer, das heißt Reiseführer, ein Reisebüro, da kann man sich einfach anmelden. Und, boah, ich weiß gar nicht mehr, was es kostet, bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Und ja, dann kann man da schön mit dem Bus in die Zone fahren. Ja, und da gibt es wirklich eine Zone. Und man muss auch dann immer auch durch Strahlenkontrollen und so ein Zeug. Natürlich, ob niemand kontaminiert ist. Und ja, die Touristenführer laufen natürlich immer mit den Strahlendetektoren rum. Ja, was heißt, sie laufen rum, sie haben sie halt dabei. Das kann man dann auch selber ausprobieren. Und das Lustige ist, wenn man dann an Moos so vorbeiläuft, da so an den Seiten, so an den Hauswänden so überall ist. Das ist wirklich geil verstrahlt. Da schlägt dann der Dosimeter immer schön aus. Das ist wirklich Hammer. Und einfach die Atmosphäre, ich meine, mal ganz abgesehen von den Emissionen und von Stalkern, ist es wirklich hammermäßig. Und überall hier die Gebüsche und ja, also es ist ein bisschen mehr zugewuchert. Also man.
Die ganzen Straßen überall aufgerissen, überall aus den kleinen Rissen. Hier holt sich wirklich die Natur wieder, erobert hier ein bewohntes Gebiet wieder zurück. Und das erkennt man hier dann schon ganz deutlich. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, ist wirklich eine Reise wert. Ich kann es nur jedem empfehlen, auch mal hier, wenn jemand mal was anderes erleben will, außer Urlaub am Strand. Es ist wirklich awesome und man kommt dann auch, ja, wie gesagt, man fährt dann auch durch Prypjat. Ach, es ist einfach nur geil, sagen wir es einfach so. So, gut, aber ich möchte jetzt in das Kaufhaus. Und ich habe schon gesehen, hier brauchen wir das Scharfschützengewehr. Gut, ich hätte jetzt lieber mein Lynx-Gewehr, das wäre mir fast lieber, aber gut, das haben wir nicht dabei. Also nützt nichts, müssen wir nur so hier rum. Und ich hoffe, dass uns die Hunde in Ruhe lassen. Schauen wir mal, sehen wir hier schon einen? Nein. Doch, da hinten. Da habe ich gerade einen gesehen. Schauen wir mal, wo ich vielleicht ein bisschen näher rankomme. Ja, ich sehe hier niemanden. Aha. Monolith Stalker. Ja, jetzt bleib doch stehen. Mann, den hätte ich jetzt so schön erledigen können. So schön, aber ja gut. Ich will hier ein bisschen von der Ferne kämpfen. Das ist mir jetzt gerade im Moment, wäre mir das ein bisschen lieber. Ja, kommt noch raus. Die überleben Kopfschuss, das gibt's doch gar nicht. Was geht denn mit den Typen? Die können nicht einfach einen Kopfschuss überleben. Da war einer. Ha! Na komm her. Da ist er wieder. Ach, jetzt läuft er immer da zwischen den Dingens hier rum. Und? Yes! Und jetzt strafe da der nächste rum. Der nächste. Erwischt. Ich glaube, da sind aber noch viel drin. Ach, verdammt. Da kommen wir doch nie lebend rein. So, kommt raus oder rein oder was auch immer. Uah. So, hier dürften sie mich nicht sehen. Doch, sie sehen mich. Uah. Können wir hier rauf? Nö. Ja, das ist eine gefährliche Gegend hier. Auch immer die Hunde hier. So, ich schleiche mich jetzt mal ein bisschen hier an.
Vielleicht können wir ja so irgendwie hier. Und wenn man ganz genau hinhört, dann hört man sie da predigen. Warum hast du uns verlassen? Wer auch immer. Ah, hier ist Bretterwand. Hey! Geht einfach wieder weg. Und tot. Speichern. Ah, wir sind so tot. Das ist so eine scheiß Idee. Okay, der sieht auch ein bisschen tot aus. Und tot. Puh. Boah, mein Puls geht schon wieder in die Höhe. So, was hat denn der Schönes dabei? Ein bisschen Dosenfutter. Ein Medikit, das ist gut. Nehme ich gerne, dankeschön. Ein paar Verbände. Der hat Verband, das nehme ich auch gerne mit. Und dann waren hier noch die zwei Typen, das nehme ich mit. Und der hat nichts mehr dabei. Gut, fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Oh, jetzt ist er selbst umgefallen. So, was haben wir denn da hinten? Sieht aus wie, wie eine Pizzaschachtel. Und ja, es ist hier scheiß dunkel, ich weiß, aber ich will jetzt auch nicht unbedingt hier mit schön leuchtender Lampe reinlaufen. Das ist jetzt auch nicht meine Absicht. Ah. Und zwar genau aus dem Grund. Ach, verdammt. Ah, wir sind tot. Warum sind wir tot? Das ist gemein. Verdammt. So, Ruhe hier. Kommt da noch einer? Na? Moment, scheint es mal ruhig zu sein. So, dann gehe ich den einen nochmal plündern hier. Schleichenderweise natürlich. So, und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht wieder von hinten. Erschossen werde. So. Speichern. Es hat nämlich einen ganz besonderen Grund, warum ich jetzt gerade jetzt schon das Werkzeug haben will. Den Grund erfahrt ihr dann natürlich auch relativ bald. Aber gut, ich mache hier, glaube ich, erstmal wieder einen Cut und wir sehen uns nächste Folge wieder. Aber zuerst speichere ich nochmal. Und durchsuche den Typen nochmal schnell. Und der hat hier was Schönes dabei und die AK schmeiße ich wie üblich weg.
So, und dann bis zur nächsten Folge.